Steht Ihnen frei. Bitte. Ich bin jetzt am Spielplatz, warte. So. Weil wir müssen den Camper, der da ständig auf uns schießt, mal irgendwie wegkriegen. So. Ja, aber nur den Kavallermarkt. Wie bitte? Dachte doch einfach der Polizei, dass er vor euch die Häuser stürmen soll. Alles so, ich stelle jetzt ein Ifrit hier ab. Wendy? Ja. Wir sollten vielleicht mal mitteilen, dass der hier mal ein oder zwei Officer in die Gebäude, die hier am Markt rundherum sind, schickt, dass die die durchsuchen und weil irgendwo campt hier einer, zwei Gebäude neben uns. Mit Waffe. Ja, ich seh. Wenn nicht, dann knallt ihn weg. Achtung, da kommen welche zu euch. Ja, ich höre sie. Das hört sich nach etwas Großem an. Das ist so eigentlich. Das war Arctic, oder? Arctic, hast du das? Nein, ich bin's nicht. Warte, ich bin jetzt hier auf dem euch. Wer schießt hier? Wer schießt hier? Ich sehe nicht. Ich laufe hier gerade in den Häusern lang. Der könnte schon bei euch im Haus sein. Hier steht ein SUV, der stand hier vorher, glaube ich, nicht, oder? Was bin ich? User left your channel. Wer macht denn hier solche Wellen? Solltet aufpassen, die wollen hier stürmen, die Ziffs. Die Ziffs wollen stürmen? Ja, das sind gerade zwei Ziffs ins Hintergebäude von Olaf. Was? Von mir? Nein, habe ich getötet. Beim Krankenhaus fährt ein Quad. Vielleicht haben die Cops auch Ziffs angeheuert. Nein, das sind nur wegen den Spasten. Ja, hier, ich will jetzt solchen hier ins Obergeschoss rein. Ja, geh mal hier ins Obergeschoss. Nee, Olaf ist schon im Haus, ich geh ins nächste Haus. Hallo, Herr Günther? Microphone muted. Microphone activated. Resumed. Olaf, die Cops sollen mal hier, die sollen mal ein paar Rekruten ranziehen, die hier die Gebäude sichern. Ja. Microphone muted. Problem. Können Sie irgendwie schauen, dass Sie Ihre Aktion ein wenig verkürzen? Verkürzen? Ja, wir haben gerade die Mitteilung bekommen, dass die Schüsse von einem Officer abgegeben worden sind. Interessant. Nein, es hat kein Officer geschossen. Und wenn ein Officer geschossen hat, dann nicht auf Sie, sondern er hat die Person gesehen, die wo auf Sie schießen wollte. Ah, es wird auf Sie nicht geschossen. Officer Tulukan? Weil ich bin ja hier bei Ihnen in der Nähe, es könnte ja sein, dass man mich sonst verwischt. Ja, folgendes. Und zwar, Sie sind der Höchstrangige hier aktuell. Wir möchten, dass Sie anweisen, dass niedrigrangige Polizisten, schwieriges Wort, Rekruten, noch 2 bis 3 Stück hierher geschickt werden an den Marktplatz, um die Gebäude hier rundherum um den Marktplatz zu sichern und zu durchsuchen. Wie gesagt, sollten wir als Botschafter sterben, wird der Marktplatz gestürmt von allen Offroadern und Ifrits, die hier um den Markt versammelt sind. Ich hab das verstanden. Sag mal einen Gruppenchat schön. So, okay. Also ich habe jetzt gesagt, das soll noch 2 bis 3 Rekruten anschicken, die hier die Gebäude durchsuchen und sichern. Er macht es, glaube ich. Es sind noch Ziffs in eurer Nähe, die rennen da die ganze Zeit im Gebiet rum. Okay, Arctic. Arctic, kannst du erstmal wieder abziehen? Nee, du bleibst auf jeden Fall hier. Kannst du dich mal ein bisschen hier so rundherum bewegen und mal schauen und falls hier irgendwelche Ziffs mit Waffen rumrennen. Ja, werden erschossen. Hallo? Ja, knall sie weg, ist wurscht. Ich lasse mal erstmal meinen Ifrit hier stehen. Da ist ja wieder einer mit einer Waffe gelaufen. Läuft das jetzt Richtung am Marktplatz von Krankenhaus? Könnt ihr mir die Herren mal kurz aufklären? Ich muss kurz starten. Ja? Ich gebe eine Admin-Nachricht durch, dass Kavala jetzt Sperrgebiet oder Rebellengebiet ist oder irgendwie. Ja. Moment, alle Zivilisten, Rebellen wollen Kavala übernehmen. Was schreibe ich denn da noch? Alle bewaffneten Zivilisten werden sofort erschossen. Bewaffnete Zivilisten, ja, auf jeden Fall. Ich schreibe einfach rein, aufhalten im Kavala, wir machen das. Bringt den Tod mit sich. Ja, passt doch schon. Halt. Alle Bewaffneten werden erschossen, fertig. 2, 4 on me! So.
Ja, ich bin jetzt aber aus einer Position von einem guten Treiben, deswegen da kann ich da nicht reinschreiben. Es besteht die Gefahr, dass sie bewaffnete Zivilisten von den Rebellen erschossen werden. Das wäre auf jeden Fall, ja, das ist gut. Entweder das oder wir treten auf eigene Gefahr. Nee, aber es besteht die Gefahr, dass bewaffnete Zivilisten erschossen werden, klingt ja auf jeden Fall sehr neutral. Genau, ich habe ja manchmal Fame-Einbrüche drin. Ich erschüsse. Schau. Grüße. Hast du Tulukan das erklärt gerade mit Fox? Nein, er hat ja bloß gesagt, klären Sie mich auf, aber da kam gerade für offen mit rein. Okay. Pass auf, das kann ich ja einfach, wenn ich in Aircon-Tool auf Chat gehe, unten reinschreiben, oder? Ja. Ich habe jetzt geschrieben an alle Zivilisten, Rebellen wollen Kavala übernehmen, betreten auf eigene Gefahr, fertig. Genau. Okay. Achtung, Achtung, Rick Clem. Clem das bitte. Wer schießt? Habt ihr die Nachricht gekriegt? Meister Alex? Ja, links unten, aber sende das bitte 5 bis 10 Mal. Und Dosia fährt jetzt zum Markt. Ich hab den getötet, weil er eine Waffe hatte. Und Dosia fährt jetzt mit dem Quad zum Markt. So ein Dosia? Ja. Ja, den kann man doch eigentlich gleich abknallen, der Alter, sowieso wegen Erde. Da musst du bedienst denn Martin, oder? Was fährt denn so los ja hier rum? Geh mal hinten raus, ich hab hier vorne. Ich geh mal hinten raus. Sicherst du mich, Arctic? Ja, ich guck hier auf die andere Seite. Wo steht das Quad? Der fährt, glaub ich, um das Gebäude rum. Die Altispresse ist auch schon vor Ort, oder was? Die Altispresse, die schreibt schön eifrig mit. Okay. Ich schreibe noch dazu, Safe Zone wurde vorübergehend ausgeschaltet. Ja. Das Ganze, wie gesagt, 5 bis 10 Mal senden. Habt ihr schon der Tulukan gesagt, dass er durchgeben soll, dass ich hier unten mal streife gehe? Um diese schießenden Zivilisten zu suchen? Da hinten kommt ein Fahrzeug rein. Kann ich das gerne ausrichten? Tulukan, hören Sie mich? Jawohl. FOX gehört dazu, er ist halt bloß in Zivilkleidung. Er hat jetzt bloß Streife gedreht. Sollte reichen, oder? Um diese Sternfriede hier, oder diese Zivilisten im Endeffekt hier zu beseitigen, die Olaf, permanent auf uns schießen. Ich bin ziemlich bedroht. So. Tino. Und die Zivilisten. Wer schießt? Meine Okay. Schüsse waren von uns. Okay. Ich bin wieder bei den Geländewagen. Sollen bitte nicht mit gezogener Waffe auf uns zielen. Das werden wir dann logischerweise nicht tun. Ja, die Polizisten, die sind ja da, um die Gebäude zu campen. Oder Taser. Zu durchsuchen. So, da ist. Fox. Ich sag aber, okay. Die dürfen die Waffe unten nach unten gehalten tragen. Natürlich, da hat kein Problem. Wir sind nicht gegen sie, wir sind gegen die Regierung. Oh, jetzt bist du aber mutig, Günther. Waffe immer unten, nicht nach gezogen tragen, also unten behalten. Ihr dürft die Waffe in der Hand behalten, aber tragt sie immer nach unten. Zivilist läuft zum Krankenhaus. Zivilist zum Krankenhaus. Soll ich schießen? Mit Waffe? Ja, ohne Waffe. Ja, hab ihn nicht im Sichtfeld, läuft ins Krankenhaus rein. Ja. Ist drin. Ist jetzt drin wahrscheinlich. Ja, ist drin. Wer hupt da? Ich bin als Geisel. Wer hupt hier? Und du ist ja. Wow. Ist der Schütze? Wer schießt hier? Ich schieße. Dann von uns. Auf wem schießt du? John Schnee. Der hat doch keine Waffe. Arctic. Sagt, der geht weg. Tu mal. Ich hab gesagt, er hat eine Waffe. Hat irgendeiner von euch gesagt, oder? Nee, tu mal bitte vorwarnen, dass sie sich verpissen sollen, wenn sie keine Waffe offen tragen. Okay. Ja, Fox ist auf dem Weg dahin. Wer rennt da hinten rum, Randy? Das ist ein Dings. Gut. Nein. Ja, aber Randy, die Cops sollen hier, die Rekruten sollen hier nicht rumstehen, die sollen hier die Gebäude durchsuchen. Ja, die sind gerade hier am Bürogebäude, die nehmen jetzt gerade eins nach dem anderen. Es geht nicht auf die Zielen, ich hab gesagt, die sollen nicht auf uns zielen, da zielen wir auch nicht auf die. Wir würden darum bitten, dass sie die Gebäude hier am Marktplatz bitte durchsuchen, und zwar alle Gebäude, die hier rundherum sind. Von RR fragt, ob die auch reingehen dürfen, via Admin-Message. Bitte durchsuchen sie alle Gebäude, die hier am Marktplatz sind. Musst du entscheiden. Ja, nicht, nein, RR, also ich mach hier nichts. Mach es bitte, folge sie den Anweisungen. Wow. Wow, Arctic, deine Schüsse? Schüsse auf mich? Nein, Schnee hat auf mich geschossen. Da ist der nicht. Hast du Herr Blacky. Ja, 14 bitte, gehen Sie zu Ihrem Kollegen, der befindet $100. Aber läuft richtig super, ich muss echt sagen. Hab ich nicht verstanden, ja? Schade eigentlich. Altispresse ist das, oder? Ich hätte Bock, ein paar Hand in die Luft zu jagen.
So. Ey, Presse, Heidi. Komm mal her. Schieß nicht auf dich. Soll ich gehen? Die können gerne mit Dings Fox gehen. Ich stehe beim Mifrit, ne? Du musst ihn da. Kommt mit mir mit, ich gehe ins Krankenhaus, ihr könnt mich ja begleiten. Was geht's? Nein, sie haben mich doch gefragt. Olaf, du sprichst ja immer im Ingame. Im Moment nicht, sie haben nur ihre Wünsche geäußert, ich warte auf weitere Befehle im Hintergrund. Oh, na dann ist ja alles easy. Olaf ist gemutet. Richtig schönes Wetter heute, Officer, oder? Andi aus, das war eine sehr beleidigende Geste. Ist das der Altdisplesse gestattet, den Ort zu betreten? Meine letzte Meldung war bloß, dass die Gebäude... Einen Moment eben, ich werde das mal eben klären. Olaf? Olaf? Ja. Hör dich, CS. Ist das der Altdisplesse gestattet, jetzt zu euch zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also vor allem Hunter-Gruppe, die Kavala gerade übernehmen will, ein Hunter bewegt sich, dass ihr euch beim Marktplatz alle Hunter fangen sich an zu bewegen. Alle Hunter. Hunter verlassen die Base. Dann kommen das jetzt zu, dass er runter kommt. Ja. Drauf schießen oder was? Zum Marktplatz runter und dann Feuer. Ich kann auch von hier aus schießen. Bleib das stehen. Ich kann von hier aus auf die Hunter schießen. Dann gebt mal Warnschüsse ab zumindest. Soll ich zum Markt kommen? Mein Mifflet? Wo ist der? Wir kriegen gerade die Meldung rein, dass sich die Hunter bewegen. BAM! Fuck! Die gerade übrigens beschossen werden von unseren Offroadern mit Kaliber 50. Nochmal, was ist? Ihre Hunter bewegen sich Richtung Marktplatz, die werden auch gerade beschossen. Ja, natürlich. Nein, die bewegen sich nicht jetzt Richtung Marktplatz, die bewegen sich außerhalb von. Wie ist es jetzt? Richtung außerhalb von mit Hunter Kavala, um hier was außenrum ist, weil wir ja nicht nur hier das Problem haben, fahren hier auf den Marktplatz. Aber Randy, ich würde sagen, achso, Randy ist wieder gemutet. Entschuldigung, wir haben fahren mal kurz runter. Die Probleme, wir können das Ganze nicht 2 Stunden aufrechterhalten. Return to formation. Hinten die Hunter. Um das zu verkürzen, um ein Blutvergießen. Die können das hier nicht 2 Stunden aufrechterhalten, sagen sie gerade, ob wir verkürzen könnten. Lass stehen. Ja, Randy, komm ins DS. Komm ins DS. Randy, wollen wir verkürzen? Ja, ich wollte gerade sagen, eine halbe Stunde gut ist. Noch eine halbe Stunde, ja. Herr Tulukan. Sound muted. Herr Tulukan. Officer Tulukan. Ja, ich bin da. Dahinter hat sich jemand angeschlichen. Ja, danke für die. Ich überprüfe. Ja, folgendes. Du überprüfst. Wir verkürzen das Ganze auf Ihrem Wunsch auf 30. Return to formation. Wir haben hier wieder, wie es hier vorgesetzt sagt, unseren Arsch verpissen. Ich werde das meinem Vorgesetzten mitteilen. Und die 30 Minuten wollen wir hier noch den Schutz behalten. Wir wollen ja nicht, dass wir noch stürmen müssen. Arctic, wo befindest du dich? Mit dem Ifrit hinter euren Bäumen, ich kann aber kommen. Nee. Entschuldigung, warum schießen Sie auf die Polizisten? Da wurde gerade ein Polizist von uns erschossen. Wir haben nicht einen Schuss abgegeben. Irgendjemand hat auf die Polizisten geschossen von uns? Ja, die kommen hier gerade mit 2 Hunter an. Oh. Und da war ein Rekrut. Ja, wir haben gerade die Meldung, dass sich Hunter dem Marktplatz nähern. Und wir haben ganz klar gesagt, keine Hunter. Wenn sich Hunter nähern, werden die sofort unter Beschuss genommen. Warte, ich gebe Ihnen was. Sie haben uns gerade eben noch gesagt, dass die Hunter nicht auf dem Weg zu uns sind. Das scheinen sie ja wohl doch zu sein. Ja, aber es wurde auf Rekrute geschossen. Aber nicht von uns. Wir haben nur das Feuer auf die Hunter eröffnet, weil also sie auf dem Weg zum Kavala-Markt waren. Wir haben eine Abmachung. Was ist mit den Hunters, die hier sind? Wurde ein Rekrut erschossen? Wurde ein Rekrut erschossen? Gerade mal wichtig. Ja, nein. Ich habe einen Rekrut, weil 2 Hunter auf mich zugekommen sind. Nicht irgendwo einer erschossen worden, sondern hier auf dem Marktplatz. Und es war einer von den 3 Rekruten.